Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, wir machen uns jetzt hier auf den nächsten Abschnitt. Und ich bin mal gespannt. Ah, da hinten ist endlich wieder so ein Baum. Ich muss hier nur erstmal gucken, wo ich hier die Punkte finde, um die Barrieren zu deaktivieren. Wenn ich das hier umschalte, dann schalte ich die doch genau um, oder? Nee, doch. Ah, aha. Dann ist hier beides dicht. Okay, das ist ja jetzt für den ersten Moment gerade einfach mal egal. Nein, Bäumchen, ich möchte gerade nicht kämpfen. Auch kein Trainingskampf. So, was haben wir hier drin? Eine Seelenflasche. Und für da hinten müssen wir das hier umstellen. Oh. Wir müssen hier aber erstmal durch. Using that art could be fatal. I can't allow Oscar to try it. Lady Teresa, is something the matter? It's nothing. I'm fine. But you looked like you were in pain. Oh. I was just thinking a bit. You didn't have time to rest after recovering from the Corsair's scourge. You're awfully hard on yourself, you know. And even harder on others, am I? That's not what I meant. It doesn't matter. I'm well aware that I'm stone cold. But they say a Moloch never knows his vessel's heart. I said nothing all those times you snuck off to the library, did I? You knew about that? Of course I knew. But I was just letting you roam free like a master might let her little pup. Number one didn't wander about like you did. What makes you different? I'm sorry. Well, boys will be boys, I guess. But I was planning on punishing you if that behavior continued. Punish me how? You don't want to know. It might wreck your good cheer. Lady Teresa! Look at how open she's being. Do you really think she'll work with us? I don't think she's lying to us. But I don't think she's being entirely truthful either. Look. I know I probably don't have to say this, but... You don't. I won't let my guard down. If I see anything funny, she's dead. And since she has no Moloch, it'll be quick. Ja, natürlich. Sie ist momentan, ist sie uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das klingt jetzt hart, aber es ist halt so, wie es ist. So, da hinten kommen wir hin, wenn wir diesen Stufe Rot-Dämon besiegen wollen. Das will ich aber eigentlich auch gerade gar nicht unbedingt. Muss ich hier irgendwas umstellen? Ich weiß es noch nicht so recht. Ah, hier müssten wir drüber springen. Mal schauen, was hier... Ich muss ja hier eigentlich irgendwie einen Weg rüber finden, ne? Ich glaube, ich weiß wie. Oh, es gab einen Ring. Oh nein. Oh Gott. Hallo und tschüss. Ah, ja, genau. Es hat doch alles hier so seinen Sinn. So, jetzt können wir hobern. Yay. So, und damit ist jetzt da hinten die Barriere weg. Gerade ist es momentan mehr eine Fleißarbeit als Rätselraten, aber das ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Okay. Weiter in den nächsten Bereich. Und wie jedes Mal speichere ich erstmal zwischen. Ach, jetzt sind wir hier oben. Oh meine Güte, wie viel gibt es denn hier zu erforschen? Das ist ja krass. Das ist richtig krass. Boah, da haben wir nochmal Linksy-Pilz bekommen. Ich traue dem Braten nicht. Da. So. Okay. Hier haben wir wieder zwei von diesen Teilen. Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich wieder ziemlich viel hin und her laufen müssen. Ja komm, dann kämpfen wir jetzt halt mal.
Wenn wir gar nicht kämpfen, dann haben wir hinterher... Wow, stimmt, sie hatte ja noch Wiederbelebungsnachwirkungen quasi. Da war ja noch was, aber die sind bei weitem nicht so stark wie diese Steintypen. Bei weitem nicht. Guck mal, wie schnell die umkippen. So. Nee, weil es hat ja auch keinen Sinn, wenn ich wieder gar nicht kämpfe, dann schaffen wir hinterher wieder nichts mehr. Ist dann auch wieder ungünstig. Das ist immer super, wenn mehrere davon zusammenstehen, dann kann ich immer hier leichter, also dann habe ich immer mehr Chancen, die zu betäuben. So, bam. Da kriegt er nochmal eins auf die Nase. Und jawohl. Ich liebe diesen Spruch nach wie vor. So, Rokuro hatte ein Level-Up. Ja, ich würde sagen, wir schauen erstmal, wo wir hier was brauchen. Ich könnte jetzt natürlich auch beide umkehren. In der Hoffnung, dass das passt. Mache ich jetzt einfach mal. Ich meine, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann kann ich es ja immer noch wieder ändern, ne? Zurück muss ich so oder so. So, hier diese Fuzzis, die da so im Boden drin hängen, gegen die kämpfe ich nicht gern. Die sind nämlich wirklich stark. Ach ja, supi. Dann muss ich jetzt wohl nochmal zurück. Denn da sind jetzt beide Barrieren hintereinander. Und dass da ein Speicherpunkt vor ist, das lässt tief blicken. Ich denke mal, dass es da gleich weitergehen wird. So, das heißt, ich sollte das hier mal wieder rückgängig machen. So, was haben wir hier noch? Beinwell, aber das Inventar ist voll. Da haben wir noch zu viel von. Wow. Die kleine Knospe hier. So. Ich weiß nicht, was bei den anderen Punkten eventuell noch ist, aber es ist einfach... Das sagt mir, dass sie hier hin müssen, dass sie hier einen Speicherpunkt haben. Das kommt mir irgendwie sehr, sehr, sehr verdächtig vor, oder? Was meint ihr? So. Hier haben wir auf jeden Fall keine Punkte mehr, wo es weitergeht. Warum leckt das denn gerade so? Das habe ich ja noch nie gehabt. Geht's wieder. Keine Ahnung, vielleicht musst du das gerade einfach nur nachladen. Hat man ja schon mal. Wenn die Gebiete ein bisschen größer sind, dann kommt das vor. So. Pling, pling, pling. Gewaltmarsch. Ob die Schuhe dafür gemacht sind? Für einen eben solchen... Ich frage mich auch, was diese Tempelanlage hier so zerstört hat. Hier sitzt ja quasi kein Stein mehr auf dem anderen. Es ist sehr schwer, hier irgendwie durchzublicken, wie das hier mal eins ausgesehen haben muss. So. Hier geht's weiter. Hier haben wir auch noch was zu entdecken. Zerbrochenes Artefakt. Wollte gerade sagen, das ist doch dafür gemacht, dass da noch irgendwas hinter ist. Aber was ist denn hier? Bin ich hier doch falsch? War ich jetzt nur wegen der vielen Katzgeister und der Truhe? Scheint fast so. Man hat mich in die Irre geführt. Hier hinten ist ja nichts mehr, oder? Nö. Ja, dann sind wir jetzt den ganzen Weg hier umsonst gelaufen. Wenn das auch nur dafür war, diesen Punkt hier freizuschalten, dann werde ich bestimmt auch gleich diese Teile wieder umkehren müssen. Bin ich mir ziemlich sicher. Halt, nee, hier hinten kam ich aus der Richtung.
Ah, und hier leckt sie wieder. Merkt ihr das? Immer hier vorne in dem Bereich. Ja gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück und deaktivieren die Teile wieder, beziehungsweise kehren die wieder um. Hin und her. Immer mehr. Ja, das ist der Lauf der Welt. Wer kennt den Disney-Film, Die Hexe und der Zauberer? Man geht es leicht, man geht es schwer. Da, ja, ja, so ist der Lauf der Welt. Ach ja, ich liebe Disney-Filme. Werde ich, glaube ich, auch mein ganzes Leben lang. Man ist nie zu alt für Disney. So. Tja, ne? Jetzt haben wir ja nur noch einen Punkt, wo es weitergeht. Let's review our plan before we go in. All right. We'll tell Oscar that we'll release you if he gives up his weapons and Malakim. We'll tie him up, collect the Therian, and then head for the docks. Once we're aboard our ship and ready to sail, we'll release you. You'll be free to do whatever you want. Very well. But I want you to promise me one thing. Promise me you won't hurt Oscar. That depends on him. I'll defend myself if I have to. Velvet, please. Do it for me, too. If you want to save Oscar, you need to make him listen. Put your own life on the line. You're his sister. Do whatever you have to protect him. I will. Even if it means my death. Naja, was soll Velvet da machen? Wenn Oscar sie angreift, dann muss er sich ja verteidigen. Und wenn ihm dann was passiert, ja, dann... Das klingt jetzt böse, aber dann ist es halt so. Aber es geht ja nun nicht anders. Es geht ja nun nicht anders. Wir können ja jetzt nicht einfach aus Goodwill zulassen, dass Velvet womöglich noch einen abbekommt. Nee, das geht nur auch nicht. Da sind wir falsch. Das ist quasi der Weg zurück. Wir scheinen also dort oben im Nordwesten. Da müssen wir anscheinend hin. So, Kamera drehen. Ansonsten sehe ich nicht, in was für Gegner ich reinlaufe. Herzfragmente. So, hier ist noch eine Kiste hinter. Quarzstiefel. Ich muss jetzt demnächst auch nochmal die Ausrüstung anpassen. Ja, da hinten ist der Punkt. Wir haben es endlich geschafft. We're almost at the Earth Pulse Point. You all know the plan, right? I'm using you as a hostage to keep Oscar from doing anything stupid. And don't you try anything funny either. So, jetzt müssen wir uns noch beeilen, weil meine Platte gerade schon wieder voll läuft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen bis hierhin. Da ist noch eine Truhe, die möchte ich trotzdem noch gerne mitnehmen. Das wird wohl nicht so lange dauern. Walküre. So, schnell speichern. Zack. I knew you'd come, Velvet. Sister! As plain as day. Now put down your sword and let go of my Therian. If you don't, I'll kill her. You coward! I'm sorry to do this, Oscar! I'm searching for the truth behind the Abbey's talk of so-called reason. And your idea of reason is to threaten my dear sister's life? I'm sorry, Oscar. I've become nothing but a burden. Teresa, no. It's not like that. All right. I'll put down my arms. Teresa, get back! Forgive me, Oscar.
This is the only way I can protect you. We've kept our end of the bargain. Take him and get out of here. I can't do that. It will reflect poorly upon him. Lady Teresa? Have you forgotten? You're just a powerless human. You're right. I am a weak, worthless human. But he has shown me the light, and it shines. My body is receptive to Enominat's power. And with it, I can protect everything I care about! She turned into a Therian? No, she fused with it. I'll kill you all. Anything to protect Oscar. Okay, das kam. Das kam jetzt extrem überraschend. Wow. Also ich hätte mit vielem gerechnet, aber damit jetzt gerade noch nicht. Okay, jetzt müssen wir sie irgendwie glatt kriegen. Sie ist jetzt gerade, macht sie auf mich keinen extrem starken Eindruck. Trotzdem wäre es schön, wenn ich nochmal sie irgendwie betäuben könnte. Was ist denn jetzt? Da ist sie! Huch! Oh! Sie kann das auch! Wir haben Elion noch verloren. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das wirst du mir büßen. Oh, das hat mir nicht viel gebracht. Das war jetzt ärgerlich. Ich habe mich mitreißen lassen. Ja. Wir brauchen ein Objekt. Wir brauchen den Trank des Lebens auf Eleanor. Oh nein, nein, nein. Ah, jetzt hau ich hier alles. Echt. Da, das war jetzt gut. Jetzt muss ich nur. Nein, Eleanor ist schon wieder tot. Und. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Nein, 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 nein. Das war dann wohl nichts. Ja, wie gut, dass ich zwischengespeichert habe, denn das war dann wohl nichts. Ich würde auch sagen, dass ich mich jetzt an dieser Stelle für heute erstmal verabschiede. Ich weiß, das ist eine richtig beschissene Situation gerade. Aber das macht keinen Sinn, jetzt nochmal anzufangen. Wir starten morgen nochmal auf diesem Schwierigkeitsgrad und sollte es dann wieder nicht klappen, dann werde ich wieder auf normal runterstellen. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie es weitergeht. Was passiert, wenn wir Teresa besiegen? Ich bin wirklich extrem gespannt. Ich bin wirklich extrem gespannt, was passiert. Ich verabschiede mich für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Und, wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Tschüss.